Kapitalmarktunion. Dieses Stichwort ist am Rande des MiFID-Kongresses 2016 in Stuttgart immer wieder gefallen. Aber was genau hat es mit einer solchen Kapitalmarktunion eigentlich auf sich? Welche Ziele sollen anhand einer solchen Union erreicht werden? Genau diese beiden Fragen und noch einige mehr wollen wir jetzt klären mit Georg Bauer. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung des FÖB. Herr Bauer, können Sie ein wenig Licht ins Dunkel bringen? Was hat das mit einer solchen Kapitalmarktunion eigentlich genau auf sich? Ja, die Kapitalmarktunion ist ein Projekt in Europa der Kommission, die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen in Europa insgesamt deutlich zu fördern. Vor allem geht es dabei um die Peripheriestaaten, also in Südeuropa, aber auch insgesamt, auch für Deutschland, ist das ein interessantes Projekt. Es geht vor allem darum, dass eine grenzüberschreitende Finanzierung erleichtert wird. Welche Bedeutung hätte denn eine solche Union insbesondere für deutsche Banken? Sprechen wir in diesem Zusammenhang eher von Fluch oder dann doch eher von Segen? Das lässt sich nicht so einfach sagen. Wir müssen im Grunde anfangen, welche Bedeutung hat das, hat die Kapitalmarktunion für deutsche Unternehmen? Tatsache ist, dass in Deutschland Unternehmen im Wesentlichen bankfinanziert werden und eine Kapitalmarktunion kann keinen Ersatz darstellen für die in Deutschland gut laufende Bankfinanzierung. Sie kann eine Ergänzung sein. Und da hat sie dann eben auch Bedeutung für deutsche Banken, weil sie auch als Intermediäre zur Verfügung stehen, um Unternehmen, die bisher nicht kapitalmarktaffin sind, an den Kapitalmarkt zu bringen. Der FÖB hat in den vergangenen Monaten teilweise heftig immer wieder die Geldpolitik der EZB kritisiert. Was läuft denn aus Ihrer Sicht falsch im Frankfurter Eurotower? Ja, wir haben eine Politik, die insbesondere Konsequenzen haben wird für das Thema Altersvorsorgen. Das merken wir jetzt noch nicht. Das wird in einigen Jahren ganz dramatisch sein können. Das heißt, es ist dringend nötig, dass man umsteuert, früher oder später rauskommt aus der derzeitigen Feuerwehrsituation. Wir brauchen als Banken oder der gesamte Kapitalmarkt braucht Klarheit, wie das erfolgen soll. Also Transparenz ist hier eine ganz wichtige Angelegenheit. Ähnlich kritisch wie die EZB-Geldpolitik bewerten Sie die zunehmenden Regulierungstendenzen für die Bankenbranche. So sind Sie beispielsweise der Ansicht, dass Basel IV deutsche Banken benachteiligt. Können Sie das ganz kurz erläutern? Also Basel IV ist ein Begriff, den Regulierer nicht gerne hören, weil er ein Begriff ist, der von der Industrie, von den Banken geprägt worden ist. Warum haben wir das getan? Weil wir der Meinung sind, dass es hier um eine Neuorientierung der Bankaufsicht geht und dies gravierende Konsequenzen haben kann. Welche Konsequenzen hat das? Konsequenzen wiederum für die Finanzierung der Unternehmen, der Kunden, weil wir eine Langfristkultur in Deutschland haben. Wir haben eine Kultur, wo Kredite für Immobilien über Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre teilweise vergeben werden. Wir haben eine Kultur, die sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Und solche Kredite werden künftig bankaufsichtlich dadurch benachteiligt, dass sie in einen Topf geschmissen werden mit risikoreicheren Kreditvergaben. Das wollen wir vermeiden. Wie könnte Ihrer Ansicht nach ein Ausweg bei dieser Frage aussehen? Es muss einfach zu einem Umdenken in Basel kommen. Man hört Signale, dass man dabei ist. Es kann nicht sein, dass insbesondere deutsche Banken gegenüber anderen Regionen Europas und der Welt benachteiligt werden, sondern man muss risikoadäquat vorgehen. Insbesondere müssen etwa interne Risikomodelle eine Berücksichtigung finden. Eine Einschätzung von Georg Bauer, Mitglied der Geschäftsleitung des FÖB. Herzlichen Dank für das Gespräch.